Aber hört euch das mal an, das Motorengeräusch. Hört sich das nach einem Sportwagen an? Und hallo zusammen und willkommen zurück bei Drive Club. Wir sind weiterhin in der Singleplayer-Tour im dritten Offline-Schwierigkeitsgrad Semi-Pro und wir fahren jetzt unser erstes größeres Rennen, zumindest in diesem Schwierigkeitsgrad, ein 2-Runden-Rennen Britain vs. Germany. Und ein paar schicke Karossen haben wir zur Auswahl und den haben wir hier nämlich noch gar nicht gefahren, den Mercedes AMG GTS. Der stand vor einiger Zeit mal als kostenloser Download-Inhalt zur Verfügung. Meine Club-Lackierung kann ich jetzt leider gerade nicht auswählen, weil ich das Internet gerade nicht eingeschaltet habe. Aber ist uns auch Latte. Die Kiste sieht wirklich schick aus und wird uns hoffentlich aufs Treppchen bringen. Denn das Ziel ist, erreiche eine Platzierung in den Top 3 und oder eine Rundenzeit von 1 Minute 17 und weniger. Schauen wir mal. Ich bin ja, jetzt zumindest wieder ein bisschen im Training, allerdings noch ganz weit davon entfernt, die Strecken auswendig zu können und die Fahrzeuge zu beherrschen. Den Sportwagen, den wir jetzt fahren, ist natürlich, klar, Mercedes, ein Hecktriebler, also habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass mir die Kiste, vor allem weil die ein paar hundert PS unter dem Hintern hat, dann doch in der Kurve sehr leicht ausbrechen wird. Wir gucken mal. Ich habe, wie ihr das vielleicht von meinen anderen Let's Plays jetzt schon gewohnt seid, meine favorisierte Kameraperspektive ausgewählt, die Motorhaubensicht. Das ist einfach die, für die ich dann doch immer noch das beste Fahrzeug- und Streckengefühl habe. Oh, war ja, und ich sehe schon genau das, was ich vermutet habe. Das Heck bringt extrem aus in der Kurve. So, ich schalte mal für euch in die Cockpit-Perspektive, ist ja auch ganz hübsch, wenn auch ein bisschen schwieriger zu fahren. Ist natürlich eine sehr geile Perspektive, wenn man Lenkrad und Pedale hat. In meinem Fall sitze ich hier mit dem klassischen, alter, PS4-Controller vor dem Fernseher. So, und das ist natürlich, klar, fürs Rennfeeling natürlich eine richtig geile Perspektive. Schön ist auch, dass wir da oben den Rückspiegel haben, wo wir gleich sehen, was hinter uns passiert. Was aber, das habe ich in einem der letzten Videos ja schon mal festgestellt, dann doch relativ schwach ausgeprägt ist bei dem Spiel, ist der Motorensound innerhalb des Cockpits. Ich meine, ja, wir reden hier von einem Luxussportwagen und der ist natürlich auch im wahren Leben sicherlich gut isoliert. Aber hört euch das mal an, das Motorengeräusch. Hört sich das nach einem Sportwagen an? Ich meine, selbst wenn ich in so einer Kiste sitze, jetzt egal ob im Spiel oder im wahren Leben, dann will ich doch die, was weiß ich, wie viel 100 PS unterm Hintern nicht nur spüren, sondern ich will sie auch hören. Ich will's Röhren hören. Und von dem Röhren ist das hier, finde ich, ganz weit entfernt. Es ist eher ein sanftes Schnurren einer Hauskatze. Ja. Und das, was ich hier zusammenfahre, ist auch eher sanft. Okay. Für die Optik wechsle ich dann mal kurz in die Außenperspektive. Da sehen wir auch schön, dass sich ab einer gewissen Geschwindigkeit hinten der Heckspoiler aufsetzt. Allerdings haben wir zumindest, wenn ihr meine anderen Drive Club Let's Plays bisher verfolgt habt, aha, die Bremslichter funktionieren auch mitbekommen, dass die Außenperspektive zwar sehr hübsch ist, aber für mich nicht unbedingt einfacher zum Fahren. Weil ich einfach nicht sehe, was direkt vor dem Fahrzeug passiert. Also es mag am Ende auch einfach Übungssache sein. Aber ich tue mir da wirklich sehr schwer mit. Und vor allem die Kiste hier, leckt mich am Arsch, bricht hier das Heck aus. Gut. Position 6 von 12, also genau im Mittelfeld. Das ist natürlich ziemlich erbärmlich. Also schalte ich dann doch mal wieder auf meine Number One Perspektive, damit ich hier noch ein bisschen was reißen kann. Wir befinden uns in Runde 2 von 3. Wir sehen auch gerade, dass sich das Tageslicht langsam verändert. Wir sind hier am späten Nachmittag, frühen Abend losgefahren. Jetzt dämmert es doch schon ziemlich. Und ich gehe damit von aus, dass das Rennen dann quasi in der dunklen Nacht beendet wird. Die Zeit verändert sich im Drive Club ja dann doch ein bisschen schneller als in der Realität. Und das ist echt fatal. Wenn du quer in der Kurve stehst und gibst dann Gas, hast du keine Chance. Dann reißt es dir regelrecht das Heck weg. So, geradeaus fahren, das krieg sogar ich noch hin. So, komme ich an dem vorbei? Ja. Und die unsichtbare Leitplanke hat mir den Hintern gerettet, aber trotzdem wieder ein bis zwei Positionen gekostet. Also hier ist noch einiges an Übung nötig. Alter Falter.
Das wird schon, wir kriegen das schon noch hin. Keine Sorge, Volksfürsorge oder so ähnlich. Volksfürsorge, gibt's die noch? Gut. Das ist gut. Mittlerweile Platz 7 von 12 und selbst hier kämpfen wir ums Überleben. Wir sind in der letzten Runde 3 von 3. Jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen ranhalten und jetzt bin ich doch ein bisschen baff. Okay, ich bin jetzt nicht ganz so im Training, aber der Schwierigkeitsgrad ist schon echt knackig, ne? So, jetzt habe ich mich mit Platz 6 von 12 hier ins Ziel gerettet. Das war natürlich trotzdem relativ erbärmlich. Ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass ich für ein Sternchen mindestens Platz 3 hätte erreichen müssen. Na gut. Vielleicht bringt Rennen 2 von 2 mehr Erfolg. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, und das Ziel ist es ebenfalls, Platzierung in den Top 3 erreichen oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also und oder, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 129 Stundenkilometern zu erreichen. Ja, vielleicht kriegen wir wenigstens das Sternchen hin, aber ich versuche mich jetzt einfach mal zu konzentrieren. Das Coole ist, im zweiten Rennen starte ich... Wie wird's denn? Ich starte immer von der Mitte, ne? So war das ja. Also scheißegal, wie du dich platzierst, das Spiel lässt dich immer von Platz 6 starten oder halt zumindest von der mittleren Platzierung. Oh, ist das Auto schwierig zu handeln. Geile Karre, aber alter Falter, relativ instabil. Wie gesagt, ein bisschen in Querlage ist, wenn man Gas gibt, reißt es einen das Heck weg. Und warum ihr Idioten jetzt gebremst habt, das wisst ihr selber nicht, ne? So. Die Handbremse nutze ich mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Immer noch nicht wirklich, obwohl die mir vielleicht in der einen oder anderen engen Kurve durchaus mal helfen könnte. Man kann ja mal ein bisschen durchdriften. Aber auch das habt ihr gelernt, wenn ihr meinen Videos gefolgt habt, dass das Driften auch nicht gerade meine Königsdisziplin ist. Ja, oder vielleicht schon die Königsdisziplin im Spiel, aber nicht meine Lieblingsdisziplin oder was auch immer. So, jetzt freuen wir uns mal kurz, dass wir auf Platz 4 von 12 sind. Und schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten. Ich tue mir gerade überhaupt schon schwer, bei ein paar Bodenwellen überhaupt das Auto gerade auf der Strecke zu halten. So. Und das soll jetzt eine gelbe Kurve gewesen werden, sein. Ich würde mich verarschen. Mann, Mann, Mann. Ja, du bleibst schön weg da. Kannst vergessen. Nicht mit mir. So, und wir haben es hier auch nicht mit einem runden Rennen zu tun, sondern mit einem Rennen von A nach B. Rechts oben seht ihr das. 49% der Strecke haben wir geschafft. Und ich bin jetzt schon fix und fertig. Kennt ihr das Gefühl, wenn sich die Hände in den Controller krallen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie dadurch noch irgendwas bewirken können? Das ein geeierter McGrath. So wird es ja nie was. Und da vorne fährt die Top 3. Weit über die Hälfte des Rennens haben wir jetzt schon abgeschlossen. Und die Jungs gewinnen immer mehr an Abstand. Tja. Ob das mit meinem Sternchen was wird? Ich hab da so einen Zweifel. So, sanft, sanft. Scheiß auf die Kratzer. Das Auto kostet kein Geld. Oh, rote Fähnchen, zu spät gesehen. Ah. Habe ich im Rennen überhaupt schon mal irgendeine Kurve geschafft, ohne die Leitplanke zu küssen? Nee, ne? So, das ist zum Glück noch nicht das Ziel. Siehst du mal, noch einmal auf gerader Strecke fangen die auf einmal an zu bremsen. Da muss ich mich echt fragen, hat die KI eine völlige Klatsche oder sagt das Spiel, na gut, jetzt müssen wir McGrath auch mal ein positives Erlebnis gönnen. Oh, oder war da eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Ich habe natürlich zugegebenermaßen nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung geachtet. Ist denn wieder Blitzer-Marathon? Da gewinne ich das Rennen tatsächlich. Das soll mir mal einer erklären, warum ich das Rennen jetzt so souverän gewonnen habe. Aber wisst ihr was? Es soll mir recht sein. Für die Gesamtmeisterschaft für beide Rennen wird es dann aber leider nicht gereicht haben. Ach gut, guck mal. Platz 2 immerhin. Na siehst du mal. Ein Sternchen gibt es. Und nochmal 2 obendrauf. Na gut, 3 von 6 Sternchen. Dafür, dass wir jetzt nicht ganz fit im Training sind, doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, wenn mich sonst keiner lobt, muss ich es ja selber mal ein bisschen tun. Klopf, klopf auf die Schulter. Okay, das war also die Britain vs. Germany Meisterschaft. Ja, und ich würde sagen, im nächsten Video sehen wir uns in ein bis zwei neuen Rennen. Also natürlich weiterhin hier im
Semi-Pro, Schwierigkeitsgrad, das hatte ich schon. Genau, hier haben wir noch ein paar Rennen vor uns und dann geht es wohl als nächstes in den Bandipur Drift. Ah, Drift. Ich freue mich.